Wie in einem Blitzlicht taucht für einen Augenblick das Gesicht des Schützen auf. Das ist wortwörtlich vom Band. In einer plötzlichen Angst ging ich hinter einem Wagen in Deckung, fast gleich. Dankeschön. Fast gleichzeitig begann der Täter auf mich zu schießen. Einmal war es absolut still. Ich hörte den Täter weglaufen. Gleich darauf fuhr ein Auto vom Parkplatz. Ich habe mich erst nach einer Weile zum Opfer hingetraut. Der Mann war tot, soweit ich das feststellen konnte. Ja, ja. Ich denke, so kann ich das unterschreiben. Mach mal zu, bitte. Das, was Sie da als Blitzlicht beschreiben, das war wahrscheinlich das Mündungsfeuer aus der Waffe des Täters. Ja. So wird es wohl gewesen sein. Wie geht's jetzt weiter? Im Prozess. Sie sind ja unser einziger Zeuge. Was wollen Sie mir damit sagen? Ja, wir überlegen, ob wir Ihnen nicht Polizeischutz anbieten müssen. Zeugenschutz. Wir haben da verschiedene Programme. Was würde eigentlich passieren, wenn ich das Protokoll zerreißen würde und behaupte, ich hätte überhaupt gar nichts gesehen? Vielleicht sollten wir Ihnen etwas erklären. Wir gehen davon aus, dass der Täter im Auftrag gehandelt hat. Ja. Und? Der Auftraggeber wollte mit Sicherheit keinen Zeugen bei der Ausführung seines Auftrags haben. Wir sind aber einer. Jetzt würde ich Ihnen mal was sagen. Ich möchte in Ruhe arbeiten, das ist das Einzige, was mich interessiert. Es wird Ihnen sicherlich entgangen sein, dass ich im Begriff bin, eine Firma aufzubauen. Für Offsetdruck. Was ich also garantiert nicht brauche, ist Zeugenschutz. Nein. Die Spielregeln bestimme ich. Und wenn nicht, befürchte ich, werden Sie auf mich als Zeugen verzichten müssen. Na schön. Aber trotzdem, Dankeschön. Wiederlegen. Ich bringe Sie runter. Wiedersehen. Du bist dir bei der Sache auch nicht ganz sicher, oder? Mit dem? Morgen. Du wirst in deinem Büro erwartet. Aha. Und von wem? Dr. Müller von unserer Bank mit seinem Atlatus. Ach nein. Und warum wartet er mein Büro und nicht hier? Das muss ich dir ja wohl nicht erklären. Hier. Ich habe ihm sogar Tee gemacht. Doch das solltest du mir erklären. Ich meine, wenn du den Laden übernehmen willst, muss ich es mir nur sagen. Muss ich nur wissen. Dein Bruder haben sie auch herbestellt. Hallo. Ist er da? Ja, gerade gekommen. Ein richtig großer Tag für mich heute. Grüß Gott. Hallo. Ist schon bezahlt. Da kriege ich noch einen Empfang quittiert, bitte. Mhm. Bitte schön. Ja, danke. Dankeschön. Kein Absender? Thank you.
Und, was sagst du dazu? Die Spaghetti werden kalt. Zu den Fotos. Was soll ich dazu sagen? Was willst du jetzt machen? Ich will da nicht mit reingezogen werden. Oh, entschuldige mal. Ein Mord zuschauen. Ich war zur falschen Zeit am falschen Ort, das ist alles. Ja, dann unternimm was. Ich werde die Fotos der Polizei übergeben. Und dann? Dann weiß ich auch nicht weiter. Ich möchte, dass du heute Nacht hier bleibst. Ich habe meiner Mutter versprochen, noch mal vorbeizukommen. Dann komme ich mit. Du weißt, dass das nicht geht. Gerling? Kannst du mir mal erklären, wo du so lange bleibst? Mutter, ich komme gleich. Bernie wartet auch schon. Ach, und dann hat jemand schon zweimal angerufen und ohne was zu sagen aufgelegt. Ja? Und was soll ich jetzt dazu sagen? Ja, das ist doch kein Zufall, Oliver. Mutter, ich müsste noch kurzfristig was im Polizeipräsidium vorbeibringen. Das kannst du auch morgen früh machen. In Ordnung, Mutter. Ich komme gleich. Viereinhalb Minuten später, Riedlewitz, Jakobsen 3:1. 20.600 im Ostseestadion, glauben es nicht. Rostock. Entschuldigung. Also wirklich. Ja. Nimm dir was zu trinken und setz dich. Oliver, ich möchte nicht mehr, dass du bei deinen Bankgeschäften deinen Bruder als Birken nimmst. In Zukunft wirst du alleine zurechtkommen. Ist das klar? Es ist klar, Mutter. Gut, was ist mit dieser Mordgeschichte? Ich habe meine Aussage unterschrieben. Haben Sie dir Zeugenschutz angeboten? Ja. Aber ich habe abgelehnt. Morgen früh fahren wir zu unserem Grundstück am See. Wir nehmen die Baupläne gleich mit. Du wirst keine Genehmigung dafür bekommen. Das lass mal meine Sorge sein. Wie nennt man das? Alte Seilschaft. Mein Wagen ist übrigens in der Werkstatt. Ja, dann nehmen wir meinen. Entschuldige, Mutter. Wieder diese Sekretärin. Hat er was mit der? Das musst du ihn schon selber fragen. Wollen Sie einen Rechtsanwalt? Sie haben den Mord an Peter Wallberg nicht in Auftrag gegeben. Soweit sind wir schon. Dass Sie Wallberg erschossen haben, ist soweit geklärt. Und lässt sich beweisen. Durch einen Zeugen. Herr Lupin, für Sie kann es doch jetzt nur noch darum gehen, Ihre Strafe nicht auch noch durch eine anschließende Sicherheitsverwahrung zu verlängern. Wer hat Sie beauftragt? Hat der wirklich so viel geboten, dass Sie sich den Rest Ihres Lebens jetzt auch noch ganz versauen? Hast du die Pläne? Nein, natürlich nicht. Warte.
Kassier. Ja, sind schon unterwegs. Bringen Sie bitte Herrn Lupin zurück. Herr Lupin, Ihre Auftraggeber haben versucht, den Zeugen umzubringen. Dabei sind zwei Menschen umgekommen. Aber dem Zeugen ist nichts passiert. Bitte. Sie haben den Wagen von Oliver Gerling in die Luft gejagt. Seine Mutter und sein Bruder sind dabei umgekommen. Herr Gerling, es tut mir sehr leid für Sie. Ich weiß, das ist schrecklich. Ich finde, ihr seid ein bisschen schnell verschwunden gerade eben. Ja, was gibt's denn für uns noch zu sehen oder zu tun beim Wagen oder bei den Toten? Das ist Sache der Spezialisten vom LK. Stimmt. Aus der Rechtsmedizin kann es auch keine neuen Sachen geben, oder? Gerling, war vor der Explosion noch irgendetwas? Bitte? Ob irgendwas Besonderes war vorher? Wir wollten zu unserem Grundstück am See. Ich hatte die Baupläne hier im Haus vergessen. Ich habe meinem Bruder die Wagenschlüssel zugeworfen und bin nochmal umgedreht. Und dann war die Explosion? Es ist Ihnen doch wohl klar, dass wir Sie jetzt nicht hier lassen können. Ja, es ist klar. Geben Sie es mir. Ja? Nein, Kress ist mein Name. Kriminalpolizei. Das geht im Moment schlecht. Ja, wer sind Sie bitte? Ich bin die Sekretärin von Herrn Gerling und würde gerne mit ihm sprechen. Oh Gott, das ist ja schrecklich. Ja? Jochen Hartlieb. Das ist Jutta Bosco. Gerling. So, hier sind Sie sicher. Die Kollegen vom Zeugenschutz werden im Schichtdienst rund um die Uhr auf Sie aufpassen. Kommen Sie, ich zeige Ihnen alles. Bart. Ich habe nichts dabei. Wir haben was hingestellt. Zahnbürste, Zahnpasta, Rasierapparat. Ist schön. Sehr, sehr schön. Gibt's schon irgendwas? Ausgebrannten Wagen und zwei Tote. Das ist alles. Es ist ja nicht für lange. Was sagen Sie so? Die Vorhänge lassen Sie bitte so, wie sie sind. Ich muss Ihnen nicht erklären, warum, oder? Nein. Geben Sie mir Ihr Handy. Mein Beileid wegen Ihrer Mutter und Ihrem Bruder. Danke. Sie finden uns vorne in der Küche, wenn was ist. Ja. Ja, ich weiß, schön ist es nicht hier.
Ich lasse Ihnen von zu Hause noch ein paar Sachen zum Umziehen bringen. Und wie geht's jetzt weiter? Na ja, der Prozess wird wahrscheinlich... Was wollen Sie mir vormachen, Herr Kress? Geben Sie mir eine neue Identität? Oder schaffen Sie mich ins Ausland? Oder geben Sie mir 2 Millionen, damit ich meine neue Existenz aufbauen kann? Ja. Naja, vielleicht finden wir ja die Hintermänner noch. Die wurden ja Spuren hinterlassen. Dann bin ich aber gespannt. Ich werde jetzt jeden Tag herkommen. Herr Kress? Ja? Das ist noch nicht raus, dass ich das alles hier mitmache. Was soll das heißen? Das heißt, dass ich meine Aussage zurückziehe. Unter Umständen. Vielleicht war ja noch mal was in der Post. Was soll das anders sein als eine Drohung? Wir haben euch unter Kontrolle. Was meinen die denn mit euch? Bin ich nur die Sekretärin von Herrn Gerling. Die Fotos müssen wir mitnehmen. Und die Fotos von gestern, wo sind die? Die hat Herr Gerling, er wollte sie Ihnen geben. Das hat aber nicht gemacht. Nein. Was wird aus mir? Wie schätzen Sie meine Situation ein? Tja, dann müssen wir erst mal mit unserem Chef reden. Herr Gerling wird sicherlich wollen, dass ich hier weitermache. Wie läuft denn das Geschäft hier? Wir haben gerade erst angefangen. Also dann, Wiedersehen, wir finden alleine raus. Kommst du? Wiedersehen. 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 Danke. Das Autowrack ist im LKA. Hast du eigentlich gefragt, ob der Wagen die ganze Nacht draußen auf dem Hof gestanden hat, vor der Explosion? Nein, das habe ich vergessen. Mord mit Sprengstoff ist nicht gerade mein Bier. Ja, Kassier, könnt ihr bitte mal den Gerling fragen, ob sein Wagen die ganze Nacht draußen gestanden hat? Ich bin im Büro. Der Wagen hat die ganze Nacht draußen gestanden. Hat er uns erzählt. Ach, übrigens, die Sekretärin von Gerling ist auch seine Freundin. Und das hier ist heute mit der Post ins Büro Gerling gekommen. Gestern sind auch Fotos gekommen. Gerling wollte sie vorbeibringen. Hat er aber nicht. Na ja, jetzt haben wir wenigstens etwas in der Hand. Und nachdem ihr euch sicher alle auf den Fotos verewigt habt, kann ich jetzt die wirklich wichtigen Abdrücke sichern lassen. Sehr witzig. Ja, Kassier. Ja, geben Sie ihn mir. Herr Gerling? Nee, danke, das hat sich erledigt. Aber wir würden gerne wissen, wo die Fotos geblieben sind, die Sie vorbeibringen wollten. Hm? Aha. Ja, das mache ich. Gut, danke. Wiederhören. Und, wo sind die Fotos? Er hat sie in das Handschuhfach seines Wagens getan. Also verbrannt. Wo gehst du denn noch hin? Gerling möchte, dass ich zu seiner Freundin fahre, Tina Fräser. Die fühlt sich bedroht. Werner, du kannst mich ja mal anmelden bei Frau Fräsin. Und mich beschreiben. Ja, nun beschreib mal Leo Kress. Wie sieht er denn aus? Also ich würde sagen, er sieht aus wie Leo Kress. Kress, Riedmann. Thank you.
Grüne Wiese? Ich bin doch hier nicht die Telefonauskunft. Spaß geht für dich. Es wurde aber auch Zeit. Ja, ich habe schon kapiert, was los ist. Steht doch überall in der Zeitung. Die Kohle, für die ich die Fotos gemacht habe, ist ein Witz. Und ich will das Vierfache. Ich habe nichts zu verlieren. Und wo? Meinetwegen. Ich komme raus. Ist mir auch lieber gleich. Ich muss mal kurz raus. Spaß gibt es mit Zahlen? Ja, ich zahle gleich. Ist ja gut. Ihr Kollege hat Sie gut beschrieben. Wollen Sie nicht ablegen? Nee, danke. Wie hat er mich denn beschrieben? Schlicht und unauffällig. Eigentlich hat mich ja Ihr Freund zu Ihnen geschickt. Sie fühlen sich also auch bedroht. Muss ich das nicht, nachdem so schreckliche Sachen passiert sind? Empfinden Sie diese Bedrohung konkret, also direkt? Ich weiß es selber nicht. Wir könnten Ihnen Polizeischutz anbieten. Würde ich dann zu Oliver Gerling kommen? Nee, sicher nicht. Ich kann die Firma jetzt nicht alleine lassen. Wir haben gerade erst angefangen. Entschuldigung. Ja, was ist denn? Ach nee, da lasst mal die Einzelkommission ran. Wir müssen uns nicht jeden Mord unter den Nagel reißen, ne? Was? Ach so. Weißt du was? Wir treffen uns dann nachher als stille Beobachter. Ja? Gerd und Axel sollen schlafen gehen. Also bis gleich dann. Tschüss. Haben Sie sich's überlegt? Ich weiß es noch nicht. Ich melde mich bei Ihnen. Okay. Ich finde allein raus. Danke. Das hätte mich auch treffen können. Da bist du. Abend. Von mir will wohl keiner was, oder? Das kommt schon noch. Spassky heißt er. Da hat er gesessen und Zeitung gelesen. Jetzt guck dir mal das Foto an. Ja, dann hat er einen Anruf bekommen, hier. Und ist nach draußen und dann hat's Rums gemacht. Sag mal, du, kann das sein, dass ich da draußen Gerd und Axel gesehen habe im Wagen? Die wollten sie nicht ins Bett schicken lassen. Jetzt sag mal was zu dem Foto. Habe ich doch richtig gesehen. Oh, Strasser, guten Abend. Du, ich hätte mich schon bei dir gemeldet. Ich weiß, du führst hier die Untersuchung. Guten Abend. Und was bist du hier? Ja, was soll ich sagen? Alles hat mit allem zu tun. Das wissen wir doch, ne? Ja, wenn du es sagst. Den Wirt würde ich gerne was fragen. Das ist der Wiese. Sagen Sie, bei dem Telefongespräch, worum ging es da genau? Um Fotos ging es und um Geld. Aha. Dann würden wir jetzt gerne in die Wohnung von Spassky. Weil alles mit allem zu tun hat. Ja. Ich schicke Brandner mit euch. Den kennst du ja. Brandner, was wisst ihr eigentlich bis jetzt über Spassky? Ja, bis auf schweren Raub, Mord und Totschlag hat er schon ziemlich alles hinter sich. Er hat hier mit seiner Mutter gelebt. Die ist vor einem Jahr gestorben. Ihr könnt euch wie zu Hause fühlen, aber nur mit Gummihandschuhen. Das predige ich, seit wir zusammenarbeiten. Was sucht ihr eigentlich? Fotos, negative Fotoapparate, sowas. Ja. Unterlagen. Kontoauszüge. Die Dunkelkammer ist hier. Fangen wir mal mit ihm an. Sie kennen ihn, Gerd Spassky. Den haben Ihre Auftraggeber gestern Nacht erschossen. Die sind knallhart. Und der Nächste sind Sie. Peter Wallberg hat vor Jahren meine Freundin vergewaltigt. Sie hat sich daraufhin das Leben genommen.
Vor einem Monat bin ich ihm zufällig wieder begegnet. Das ist alles. Wissen Sie, diese Stelle aus dem Protokoll können wir inzwischen mitbeten. Peter Wallberg hat eine Autoschieberbande um 1 Million Mark betrogen. Sie, Herr Lupin, hatten den Auftrag, ihn zu töten. Der Zeuge, der mich angeblich gesehen hat, muss nicht ganz dicht im Kopf gewesen sein. Na, gibt's was Neues? Nö, eigentlich nicht. Herr Lupin hat uns nur mal wieder seine Geschichte erzählt. Davon wird's aber nicht besser. Wenn Sie Herrn Lupin wieder zurückbringen würden, bitte. Es wird eng, Herr Lupin, sehr eng. Sehr eng. Also, die Situation ist ganz einfach. Da die Kommission 1 und wir sozusagen gegen dieselben Leute ermitteln, haben wir den Fall Spassky übertragen bekommen. Strasser war auch beim Staatsanwalt. Falls wir in den nächsten 3 Tagen keine greifbaren Ergebnisse haben, wird eine Sonderkommission gebildet, deren Kern aus der K1 und aus uns, also der K2, bestehen wird. Das ist ja alles sehr übersichtlich. Ja, das kann man sagen. Was ihr noch nicht wisst, die Spezialisten vom LKA haben in dem Autowrack Reste von einem selbstgebastelten Zündmechanismus gefunden. Und der war an die Zündung des Motors gekoppelt, so wie es aussieht. Was willst du denn hier finden? Ich weiß es noch nicht. Brauchst du mich dazu? Nicht unbedingt. Dann gebe ich dir die Schlüssel. Ich muss zur Wohnung Spaß geben. Mhm. Okay. Hallo. Morgen. 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 Wie geht's eurem Gast? Schläft er noch? Ja, der ist die ganze Nacht rumgetigert. Wir kennen die Spassky hin aus der Morgenzeitung. Stimmt die so? Ja, ja. Das ist er. Das war er. Ja, richtig. Es gibt Kaffee. Oh, das ist gut. Wahnsinn. Ja, Chris hier. Ich bin's nochmal, Tina Frese. Herr Chris, ich hab's mir überlegt, es wird schon nichts passieren. Sagen Sie, ich habe versucht, Herrn Gerling über sein Handy anzurufen. Es ist nur leider abgeschaltet. Ich muss ihn einiges wegen der Firma fragen. Frau Frese, wir sind nicht sicher, ob Ihre Telefonleitung nicht angezapft ist. Oh, dann lege ich lieber auf. Ich bleibe dabei, ich kenne ihn nicht. Der hat die Fotos von Ihnen gemacht.
Das ist der Mann, der mich beschattet hat? So ist es. Spassky heißt er. Gerd Spassky. Ja, lass dich nicht stören. Ach, wir sind eigentlich fertig. Herr Gerling kennt Herrn Spassky nicht. Herr Gerling, ich war noch mal in der Villa von Ihrer Mutter. Was wollten Sie da? Und unten im Keller habe ich eine richtige Werkstatt gefunden. Ist das Ihre? Nein, das war die von meinem Bruder. Er war ein richtiger Bastler. Ich selber habe zwei linke Hände. Ah ja. Ja, das war's eigentlich schon. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Hallo. Hallo. Riedmann hat was gefunden. Was denn? Keine Ahnung. Will er uns nicht sagen? Will er uns vorführen? So langsam müssten wir von der K1 mal die Unterlagen kriegen von letzter Nacht. Mit Spassky. Da können wir dir schon was bieten. Also in dem Wagen, aus dem geschossen worden ist, saß ein Mann. Der Wagen war ein schwarzer Opel. Kennzeichen hat sich natürlich niemand gemerkt. Hast du geglaubt, wir sitzen nur im Auto rum? Jetzt bist du ganz froh, dass wir nicht ins Bett gegangen sind, oder? Würden die Zeugen den Mann wiedererkennen? Das glaube ich nicht. Glatze hat er gehabt. Das ist alles. Das ist doch schon was. Gibt's noch keinen Obduktionsbericht von den beiden Verbrannten? Nee, Leo, das wird schon noch eine Weile dauern. Wieso stand eigentlich der Wagen von Gerling die ganze Nacht draußen? Weil in der Garage der Wagen seiner Mutter stand. Habt ihr dazu Zeugen gehört? Das machen wir gleich morgen. Ja, vielleicht hat ja jemand was gesehen. Ach, Werner, gut, dass du kommst. Sag mal, wie lange braucht man ungefähr, um an einem Wagen eine Sprengladung anzubringen? Mit der von dir beschriebenen Zündung. 20 Minuten höchstens. Eher weniger. Das hier gab es in der Wohnung von Spassky. Fotos und Dias. Die Fotos gleich vergrößern lassen. Da haben wir ja einen mit einer Glatze. Dr. Prohaska. Die Dreierbande. Boris Kitzky? Der ist vor einem halben Jahr erschossen worden. In Warschau. Und Werner Lupin. Na, den haben wir ja. Ja. Spassky ist neu. Der Hausfotograf sozusagen. Und jetzt ist er tot, weil er die anderen erpressen wollte. Ja, Chris. Ach, Frau Frese. Entschuldigung, das habe ich total vergessen. Es lässt sich jetzt wirklich nicht mehr verschieben. Ich muss mit Herrn Gerling sprechen. Ich habe ein paar Entscheidungen zu fällen und das kann ich nicht ohne ihn. Würden Sie ihm bitte sagen, dass er mich anrufen soll? Hier, bei mir zu Hause. Herr Kress, bleiben Sie kurz am Apparat. Mir hat's geklingelt. Frau Frese? Frau Frese! Was ist? Zwei Streifschuss am Oberarm. Frau Frese, wie geht's Ihnen? Was ist passiert? Wer Sie am Telefon mitgehört haben, ist auch nicht passiert. Als ich die Tür geöffnet habe, wurde sofort geschossen. Wer hat geschossen? Ich weiß es nicht.
Wie ist es denn nun mit Frau Frese? Ach, das wird schon wieder. Ja? Danke sehr. Bitte schön. Es kann gut sein, dass die aus derselben Waffe stammen wie gestern Nacht bei Spassky. Mhm. Ich fahre allein zurück. Mhm. Oder soll ich den Tisch lieber auf die andere Seite stellen? Danke, geht schon. Zum Glück hat man nur einmal im Leben. Schlafen Sie gut. Guten Abend. Guten Abend, Herr Chris. Können wir uns setzen? Bitte. Herr Gerlings, ist was passiert. Auf Ihre Freundin ist geschossen worden. Gott sei Dank nichts Schlimmes. Sie hat zwei Streifschüsse am linken Oberarm. Was? Wo ist sie jetzt? Ja, sie ist im Krankenhaus. Unter Polizeischutz. Das ist schon sehr interessant, Herr Chris. Wie sehr Sie meine Bedrohung in den Griff bekommen. Ich möchte bitte jetzt meinen Rechtsanwalt anrufen. Okay, bitte. Danke. Ferdinand? Ja, Oliver hier. Ich weiß, wie spät es ist. Hör zu, es ist was Schlimmes passiert. Auf Tina ist geschossen worden. Ja. Und ich möchte, dass du Folgendes für mich tust. Ich möchte, dass du in allen großen Zeitungen ein Fax rausgehen lässt, in dem steht, dass ich mich von der Zeugenaussage im Mordprozess gegen Werner Lupin zurückziehe. Weil ich mich nicht mehr in der Lage sehe, Werner Lupin eindeutig als Todesschützen zu identifizieren. Ja. Am besten mit Foto. Danke dir. Das war's schon, Herr Chris. Sie hätten vielleicht sagen sollen, dass Ihre Freundin dabei verletzt worden ist. Das hätte ich vielleicht sagen sollen. Guten Abend. Das ist heute erst in einer Zeitung erschienen. Morgen. Ja. Na, dann macht mal weiter. Die Fahndung nach Prohaska läuft auf der höchsten Tourenzahl, die wir je hatten. Wir gehen davon aus, dass er bis zum Prozess in der Stadt sein wird. Du hast die Situation nicht verstanden. Es gibt vielleicht gar keinen Prozess. Ich habe die Situation sehr wohl verstanden. Sehr gut. Bei dem Schussvergleich heute Nacht im Labor hat sich herausgestellt, dass auf Tina Frese und auf Spassky aus einer und derselben Waffe geschossen worden ist. Und auf den Fotos von Oliver Gerling sind neben euren Fingerabdrücken die von Gerd Spassky. Das ist alles? Das ist alles. Apparat Kress, Richter? Ja, der sitzt neben mir. Mhm. Okay. Ja, sage ich ihm. Wiederhören. Der Staatsanwalt möchte dich unbedingt sprechen. Falls Gerling den Zeugenschutz verlässt, möchte ich, dass er rund um die Uhr 24 Stunden überwacht wird. Ich möchte immer wissen, wo er sich aufhält. Ja? Und warum? Ja, wenn das erst in einer Zeitung erschienen ist, kannst du auch nicht davon ausgehen, dass Prohaska das gelesen hat. Ne? Guckt er mich so an? Wir können Gerling nicht im Zeugenschutz halten. Und Frau Frese auch nicht, wenn sie nicht will. Hat der Staatsanwalt persönlich angerufen? Jo. Hat er bitte gesagt? Jo. Dann wird's ernst. Jo.
Morgen. Guten Morgen. Nicht aufstehen? Die Wache draußen hat gesagt, Sie können sich frei bewegen. Hier habt die Zeitung. Dankeschön, bitte. Gott sei Dank, er hat es sich überlegt. Möchten Sie etwas trinken? Ja, gerne. Kommen Sie mit. Hier, bitte. Wer ist denn da? Ich bin's, Riedmann. Können Sie mir verraten, was Sie hier tun? Herr Kress hat mich gebeten, hier zu warten, bis Sie kommen. Ich soll Ihnen die Hausschlüssel geben. Na, und da Herr Kress von dieser Werkstatt so beeindruckt war, wollte ich mich hier auch mal umsehen. Jetzt hat mein Bruder nichts mehr davon. Sind Sie Funkamateur? Was bin ich? Ob Sie Funkamateur sind? Nein, aber mein Bruder war einer. Sagen Sie. Gerne. Tina. Tina, ganz ruhig. Ich gehe besser. Ganz ruhig, Tina. Ich komme nachher zu dir. Ja, Schatz, ich kann nicht gleich kommen. Ich komme nachher zu dir und dann fahren wir gemeinsam ins Büro. Ich auch. Ich bringe Sie noch raus. Ja, komm mal mit. Das hier ist alles über Prohaska und die Dreierbande. Dieser Staatsanwalt nervt. Der drängelt, der will Erfolge sehen. Noch mehr Fahndung gibt's aber nicht. Wo ist Gerling jetzt? Moment. Wo seid ihr gerade? Die Zielperson ist gerade ausgestiegen und geht auf die Bank zu. Und bleibt stehen. Ja, Chris hier. Bleibt ihr dran? Gerling hier. Jetzt hören Sie mal zu, Herr Chris. Jetzt machen Sie mal einen Punkt. Oder meinen Sie, ich merke nicht, dass Sie hier Leute auf mich eingesetzt haben? Ja, was meinen Sie denn wozu? Sie sind nicht außer Gefahr. Moment noch. Chris redet gerade mit Ihnen. Herr Chris, ich verbitte mir jede Art von Beschattung. Herr Gerling, wir haben erfahren, dass der Mann, der Sie sucht, weder lesen noch schreiben kann. Daraus ergibt sich doch für uns. Hat er den Rest wenigstens noch mitgekriegt? Weiß ich nicht. Die Kollegen wollen wissen, wie es weitergeht mit Gerling. Wir blasen die Aktion ab. Ihr könnt Schluss machen. Nein, einen Bericht brauchen wir natürlich. Danke. Die Funkamateurlizenz ist nicht auf den Bruder ausgestellt, sondern auf Oliver Gerling selbst. Warum lügt er? Wisst ihr, was der zu mir gesagt hat? Geben Sie mir 2 Millionen, wenn Sie mich nach dem Prozess mit einer neuen Identität ins Ausland geschafft haben. Ich muss mir ja eine neue Firma aufbauen. Das sagt er, ohne rot zu werden. Der erbt 12 Millionen durch den Tod von Bruder und Mutter. Ach, das gibt's überhaupt nicht.
Das ist ganz einfach. Der hat seine Mutter und seinen Bruder umgebracht und dann ist er auf der Zeugenschutznummer Trittbett gefahren. Aber das müssen wir erst beweisen. Wir nehmen die Observierung von Gerling sofort wieder auf. Mit anderen Kollegen? Ja, ja, natürlich. Hier ist doch neulich der Wagen in die Luft geflogen. Ja. Na, das war wohl ein Ding. 70 bitte. Danke. Dankeschön. Tschüss. Tschüss, Schan. Was machen Sie hier? Lesen Sie keine Zeitung? Warum sollte ich? Ah! Hören Sie auf zu reden. Was passiert jetzt? Mach die Pfoten runter. Jetzt warten wir auf Ihren Freund. Gerling. Gerade. Hm? Zielperson befindet sich vor dem Schwabinger Krankenhaus. Moment bitte. Ist denn die Frau Frese überhaupt noch da? Nee, Leo. Die ist auf eigenen Wunsch gegangen. Die Zielperson kommt wieder aus der Klinik. Hey, hey, sitzen bleiben. Bleib sitzen. Was wollen Sie? Ich warte auf jemanden, der behauptet, Zeuge zu sein, wie mein Freund Lupin jemanden erschossen hat. Gerling hat das gestern auch zurückgenommen. Ja. Rufen Sie die Polizei an. Die Polizei. Sie haben seine Mutter und seinen Bruder getötet. Was habe ich? Er hat sie getötet, ihr Freund Gerling. Er hat sie getötet und alle sollten glauben, dass wir das waren. Warum sollte er das tun? Das werde ich ihn fragen und er wird mir antworten. Und was wird aus mir?
Ist nichts mit Frau Frese. Ja, aber irgendwo muss es doch sein. Zu Hause, im Büro, was weiß ich. Heimann? Zielperson fährt über den Hof auf die offene Garage seines Hauses zu. Wie geht's jetzt für uns weiter? Moment. Prohaska. Ich habe Prohaska gesehen. Im Haus, am Fenster. Wir sind schon da. Prohaska ist im Haus. Und Oliver Gerling jetzt auch. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Kreis K112. Ja. Alles, was ich jetzt sage, muss eigentlich schon passiert sein. Tina? Tina? Hände hoch. Wer sind Sie? Ich bin Bogdan Prohaska. Ganz ruhig. Die Hände in den Kopf. Ich habe meine Zeugenaussage gegen Lupin zurückgezogen, falls Sie deswegen hier sind. Das ist nicht alles. Sagen Sie Ihrer Freundin, wer Ihre Mutter und Ihren Bruder in die Luft gesprengt hat. Sag ihm, dass du das nicht warst. Wir hören. Ja, manche Menschen, die sehen nur aus wie gute Menschen. Runter, runter, runter! Runter mit euch! Du auch! Jetzt sagen Sie die Wahrheit. Hast du deine Mutter und deinen Bruder umgebracht? Tina, sei doch nicht albern. Der spinnt doch. Schau mir in die Augen, Oliver. Schatz. Schatz, doch übergeschnappt ist er doch. Schau mich an! Du wolltest das doch auch. Du wolltest doch auch, dass die ganze Scheiße vorbei ist. Mit den Schulden und so. Du wolltest das doch auch. Dafür hast du deine Mutter und deinen Bruder in die Luft gesprengt. Herr Gerling! Haben Sie uns noch was zu sagen? Nehmen Sie ihn fest. Er hat seine Mutter und seinen Bruder getötet.